Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu diesem Review einer ganz besonderen LED-Leiste. Diese wird vorzugsweise hinter eurem Fernseher montiert und switcht dann vollkommen eigenständig, so wie ihr das gerade gesehen habt, abhängig vom derzeitigen Bild die Farben. Der Lieferumfang ist übersichtlich und minimal gehalten. Zunächst gibt's da die kleine Anleitung, aber keine Angst, zur Montage zeige ich euch gleich noch alles im Detail. Dann hätten wir da noch die kleine Box. Diese greift über HDMI euer Bild ab und sorgt dann für den automatischen Farbwechsel. Ihr könnt aber nur ein Gerät zur Zeit anschließen. Für alles andere braucht ihr dann Switches, Splitter und so weiter. Die sind aber nicht dabei. Ihr habt ja gerade gesehen, dass die maximal unterstützte Auflösung 1080p bei 60 Hertz ist. Also kein 4K. Für PlayStation Pro oder Xbox One S Besitzer daher ein wenig problematisch. Leider ist das nicht die einzige Restriktion, doch dazu später mehr. Außerdem ist ein kleiner Schalter verbaut, mit dem man zwischen weißem Dauerlicht, bildabhängigem Licht und gar keinem Licht wählen kann. Weiter geht's mit dem Netzadapter, der zum Glück nicht so ekelhaft pfeift, wie man das sonst von diesen 20 Euro LED-Leisten gewohnt ist. Es werden außerdem noch zwei HDMI-Kabel mitgeliefert und natürlich die Lichtleiste selber. Die 5 Meter sollten problemlos für bis zu 65 Zoll Fernseher reichen und sind auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet. Eine Fernbedienung, mit der man zum Beispiel die Farben oder die Modi aus der Ferne aussteuern kann, ist leider nicht dabei. Kommen wir zur Montage. Zunächst muss euer Fernseher mal vom Tisch, beziehungsweise wie bei mir von der Wand, damit ihr die Rückseite komplett erreichen könnt. Schaut euch das Rückseitenlayout eures Fernsehers genau an und überlegt, in welcher Position die LED-Leiste angebracht werden soll. Doch vorher solltet ihr die Rückseite reinigen, damit die Klebestreifen der LED-Leiste auch halten. Benutzt dazu einfach irgendeinen entfettenden Reiniger, ich habe da zum Beispiel Glasreiniger verwendet. Dann geht es ans Anhalten der Leiste. Hierbei habe ich schon das erste größere Problem festgestellt, denn bei den Ecken müsste man so einen Bogen legen, was alles andere als sauber ist. Die LEDs würden nicht gleichmäßig abstrahlen und auch sonst wäre das irgendwie ziemlicher Fusch. Ich habe mir dann diese Eckverbinder hier bestellt, die kosten keine 10 Euro und lösen das Problem vollständig. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ist wirklich ein bisschen unverständlich, warum diese Dinger nicht im Lieferumfang liegen, denn die sind meiner Meinung nach zwingend notwendig, wenn man das ordentlich machen möchte. An diesen Zwischenpunkten hier könnt ihr die LED-Leiste einfach durchschneiden und dann die Eckverbinder nutzen. Haltet die LED-Leiste also an die entsprechende Seite eures Fernsehers und schneidet die Leiste passend ab. Ach ja, bevor ihr schneidet, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr mit der Leiste da anfangt, wo das Stromkabel dann hinterher runtergehen soll. Bei mir ist das also, wie ihr seht, unten rechts. Ganz wichtig. Verbindet dann die beiden Enden mit den Eckverbindern und klebt die erste Seite schon mal fest. Am besten drückt ihr das mit so einem Tuch nach, damit alles schön lange hält und fest am Fernseher klebt. Mit der Hand läuft man vielleicht Gefahr, da irgendwas zu zerstören. Ist also alles filigran gelötet, deswegen ein bisschen Vorsicht an dieser Stelle. Seit der Montage sind bei mir jetzt 2 Wochen vergangen und alles hält problemlos, ja, ist nichts abgefallen. Nun bestimmt ihr den zweiten Schnittpunkt. Ich habe vorher schon mal alles soweit eingerückt und abgeschätzt, sodass die Abstände zum Rand einigermaßen gleichmäßig werden. Bedenkt, dass ihr nur alle 3 LEDs einen Schnittpunkt habt und dementsprechend klebt. Das wiederholt ihr dann für die verbleibenden 2 Seiten und ihr seid good to go. Kleines Problem war übrigens auch, dass die LED-Leiste an einigen Schnittpunkten werkseitig so zusammengelötet war oder irgendwas in der Art. Dadurch waren die Schnittpunkte deutlich dicker, sodass es Probleme mit den Eckverbindern gab. Ich musste das Ganze dann mit einem kleinen Schraubenzieher vorbiegen, damit die Leiste in den Verbinder passt. Letztendlich hat aber alles funktioniert und ich hatte einiges an LED-Leiste über. Mein Fernseher ist übrigens 55 Zoll groß. Ja, damit ihr das abschätzen könnt, sollte aber wirklich für alle Größen hier ausreichend Leiste dabei sein. Die Box und die HDMI-Kabel habe ich einfach mit schwarzem Panzertape an die Rückseite des Fernsehers befestigt. Das ist kein Fusch, sondern ziemlich praktisch. Bedenkt dabei unbedingt, dass die Box erreichbar sein muss, um zwischen Dauerlicht, Ambilight und komplett aus hin und her zu schalten. Es ist wie gesagt keine Fernbedienung dabei.
Ja, damit wäre die Montage erledigt und wir können uns mit dem Ausprobieren und vielleicht auch einem kleinen Problem beschäftigen. Da ich normales Kabelfernsehen über ein CI Plus Modul und den internen Tuner vom Fernseher nutze, kann ich Ambilight beim normalen Fernsehen leider nicht testen. Zuerst habe ich das Ganze also auf meinem LG Heimkinosystem und der Netflix App probiert. Das weiße Licht sah zwar wirklich toll aus, änderte aber nicht, wie versprochen, die Farbe passend zum Bild. Ja, ein wenig enttäuschend, da ich genau diesen Effekt auch mit einer Billig-LED-Leiste hinbekommen hätte und mir da sogar die Farben aussuchen könnte. Von einem Defekt ausgehend habe ich die Box dann an die PlayStation 4 angeschlossen. Und siehe da, blaues Licht. Passend zur Sony-Software, genau so wie es sein sollte. Da auf der PS4 ebenfalls Netflix läuft und ich meine Lieblingsserie nun hier mit Ambilight ausprobieren wollte, startete ich die App. Und da klingelte es. HDCP. Netflix läuft nur mit eingeschaltetem HDCP. HDCP, für die es nicht wissen, das ist ein Verschlüsselungssystem, das für die Schnittstellen DVI, HDMI und DisplayPort zur geschützten Übertragung von Audio- und Videodaten vorgesehen ist. Ich ahnte also, was kommen würde. Und siehe da, sobald HDCP in den Einstellungen aktiviert wurde, verschwand das blaue Licht und es wurde weiß. Und blieb weiß, unabhängig vom Bild. Nächster Versuch, Xbox One. Schon im Bootscreen begrüßte mich die LED-Leiste mit saftigem Grün. Cool, funktioniert also auch hier. Und soweit ich weiß, gibt es bei der Xbox keine Option, HDCP gesondert ein- oder auszuschalten. Also, auch hier Netflix gestartet, Lieblingsserie ausgewählt und boom, weißes Licht. HDCP schaltet sich bei der Xbox wohl automatisch ein und selbst wenn man Netflix wieder verlässt, das Bild bleibt weiß, bis man die Konsole neu startet. Ja, das ist irgendwo technisch gesehen auch vollkommen logisch. Die HDMI-Box für das Ambilight ist ja nichts anderes als ein Videograbber bzw. ein Capture-Gerät. Und HDCP schützt das urheberrechtlich geschützte Material eben genau vor solchen Geräten. Schade nur, dass es dadurch mit zahlreichen Heimkinosystemen, Blu-ray-Playern, Spielekonsolen mit eben aktiviertem HDCP und auch Geräten wie Google Chromecast oder Amazon Fire TV nicht funktioniert. Denn all diese Geräte nutzen HDCP. Doch wo funktioniert diese Ambilight-Funktion denn jetzt? Naja, zum Beispiel auf YouTube. Aber nur wenn man das Ganze auf der Xbox One startet, denn auf der PS4 ist auch die YouTube-App HDCP geschützt. Und hier können wir den Narcos-Trailer dann endlich mit lustigem Farbwechsel betrachten. Aufgrund des schnellen Schnitts zwar hier im Trailer etwas hektisch, aber dennoch zuverlässig. Bei normaler Schnittgeschwindigkeit aus Filmen oder TV-Shows, die ich jetzt hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen kann, würde das Ganze schon ganz gut funktionieren, wenn eben die Verschlüsselung nicht wäre. Aber noch besser funktioniert das Ganze auf jeden Fall in Videospielen. Gerade bei Spielen, die sehr viel mit Bildsprache und entsprechenden Farben arbeiten, unterstützt das Ambilight die Immersion schon merklich. Achtet hier bei Orient the Blind Forest mal darauf, wie es plötzlich violett wird, als der Sumpf mit giftigem Wasser betreten wird. Das sieht schon alles insgesamt sehr nice aus. Auch in Uncharted funktioniert und passt das mit dem Farbwechsel wirklich richtig gut. Diesen Blick von unten, vom Gras nach oben in den blauen Himmel, habt ihr schon im Intro gesehen und ist für mich ziemlich beeindruckend. Bei Spielen, wo sich die Farben nicht großartig ändern, wie zum Beispiel in einem Rundenrennen in Forza Horizon 3, fällt das insgesamt kaum auf, stört aber auch nicht. Denn ein Fernseher, der hintergrundbeleuchtet ist, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Upgrade, so oder so. Hier habe ich mal ein paar Wallpaper durchlaufen lassen, damit ihr seht, wie präzise die Farben gewechselt und auch insgesamt wiedergegeben werden. Ich finde das schon ziemlich fett und nice to have. In den Original Philips Ambilight Fernsehern war mir persönlich das immer ein wenig zu teuer. Die 79,99 € gehen für das Crow Ambilight Kit aber letztendlich irgendwie schon klar, auch wenn es wirklich viel zu meckern gibt. Allem voran natürlich diese HDCP-Geschichte, die man aber auch nicht wirklich wegbekommt. Aber auch die fehlende Fernbedienung und die Tatsache, dass dieses konstante weiße Hintergrundlicht nicht in eine andere Farbe gewechselt werden kann, ist schon irgendwo ganz schade.
Vorwiegend finde ich es natürlich für Spiele geil, gerade bei FIFA, wenn man zockt, wenn das Ganze dann grün ist, dann geht es ins Stadion, wird blau und so weiter oder in den Himmel. Ist schon eine nette Sache. Also vorwiegend würde ich es tatsächlich für Videospiele nutzen, aber bei Serien und so weiter einfach weiß Hintergrund beleuchtet lassen, weil es einfach einen ganz netten Effekt im Wohnzimmer gibt. Letztendlich, das muss jeder selber entscheiden, kann man aber auch einfach eine billige LED-Leiste holen und die dann manuell umschalten. Ne? Das kann jeder handhaben, ja, so wie er möchte. Naja, insgesamt war das jetzt mein Test und wenn ihr das cool fandet, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Freut mich immer, wenn ich das sehe und dann da weitermache. Und schreibt gerne auch mal in einem Kommentar, wie ihr das Ganze findet und ob ihr euren Fernseher Hintergrund beleuchtet habt. Ja? Wir sehen uns im nächsten Video und ja, bis dahin, haut da rein, ne? Peace.